Also meine Frage ist, warum werden bei BVB-Heimspielen nicht mehr Waggons bei den U-Bahnen eingesetzt, dass man besser zum Spiel kommt? Ja, bei BVB-Spielen sind bei Bus und Bahn rund 34.000 Fahrgäste zusätzlich unterwegs. Und das mal ebenso mit abzufahren, ist halt schon relativ aufwendig. Wir setzen alle Bahnen schon mit deutlich verstärkter Kapazität ein. Aber Sie dürfen auch nicht vergessen, wir befördern auch alle anderen Fahrgäste, auch bei BVB-Spielen, zu ihrem Ziel. Und da müssen wir natürlich auch unsere Bahnen einsetzen. Wir sind gerade dabei, neue Bahnen zu beschaffen. Dann wird es sicherlich noch besser werden, noch attraktiver werden, mit Bus und Bahn zu fahren, auch zum Stadion. Aber eng wird es auf jeden Fall bleiben.